Ich habe sowas mal gesammelt als kleines Kind, aber ich hätte es Steine. So Steine gesammelt, genau. Wurdest du oft in der Schule verkloppt? Nein, überhaupt nicht. Okay. Ihr wundert euch sicher, warum haben wir die Mützen auf bei uns bei Was kostet, was ist Silvester? Und für alle die durch die Weihnachtstage vielleicht die Regeln vergessen haben vom ganzen Glühwein, die erkläre ich gerne nochmal. Wir haben 6 Artikel, wo wir Preise schätzen werden. Runde 1 gibt es 1 Punkt, Runde 2 2. Das bis zu hin bis Runde 6, wo es 6 Punkte gibt. Ich habe wieder 3 bezaubernde Kandidaten, die natürlich das Preisgeld mitnehmen wollen. Und einer davon ist Yasin. Bist du in Silvesterstimmung? Ja, natürlich. Ende des Jahres ist man, glaube ich, immer so ein bisschen in Silvesterstimmung. Das gehört einfach dazu. Bist du auch in Silvesterstimmung, Katharina? Ja, Party läuft schon. Gäste sind da. Das Coole ist, wie dann sitzt du da die ganze Zeit. Silvester? Magst du Silvester nicht? Oh, es geht so. Ich bin ehrlich, deswegen nehme ich auch den Hut ab, weil ich mag Silvester gar nicht. Jeder arbeitsame Mitarbeiter, der einen sonst fertig macht, hat gute Laune. Fremde Leute wollen einen umarmen. Und ich wünsche euch doch das ganze Jahr über alles Gute. No. Und ich wünsche euch jetzt auch viel Glück. Deswegen stelle ich euch mal die 6 Artikel vor, die wir heute haben. Und zwar, der erste ist ein Porsche, aber nicht von irgendwen, sondern von Janis Joplin aus dem Jahre 1986. Dann, nein, wir haben nicht Daniel Craig, aber der hat seinen Körper versichert. Und ja, für wie viel ist die Frage? Dann noch ein Boxring gebraucht. Eine Rundbogenhalle, das drüber ist PVC, 9x9 Meter Grundfläche. Ein Amethyst, 500 Kilogramm schwer, Afrika-Form. Und ein signierter Wimpel vom FC Bayern München. Yes, FC Bayern, das ist schon mal nicht schlecht. Boah, so schnell hat noch keiner diese Partie bei mir verloren. Nein, das sind unsere 6 Artikel, da werden wir Preise raten, aber zuerst schätzen wir, welcher Artikel ist denn am meisten wert? Und Yasin, du fängst bitte an. Tipp doch mal bei dir auf dem Pad, was glaubst du, welcher Artikel bringt richtig Cash? Katharina? Na komm, wenn ich als Einziger keinen auf habe, fühlt man sich auch uncool. Gruppenzwang. Okay. Hey, so, du hast auch getippt, so, dann schauen wir mal, was ihr alle genommen habt. Ihr beide habt den Porsche genommen und Yasin, du? Ich hätte gesagt Daniel Craig. Dann schauen wir mal, war der teuerste Artikel dabei? Yep, er war dabei. Wer kriegt die Punkte? Und es ist Yasin, es ist Daniel Craig. Der ist wirklich der teuerste Artikel, den wir heute haben. Oder seine Versicherungssumme. Die Versicherung ist natürlich notwendig, weil er will immer alle Stunts selbst machen. Und wenn er sich dann verletzt, ist natürlich doof. Wenn dabei was kaputt geht, ist die Versicherungssumme fällig. Okay. Sind wir mal logisch. Ich glaube, es geht davon, wenn es so doll ist, dass er nicht mehr arbeiten kann. Hätte ich jetzt auch gesagt, ja. Also ja, alles andere wäre, glaube ich, für eine Versicherung echt doof. Worst case. Sonst würde ich mir, wenn ich Danny Craig wäre, jeden Tag in den Finger schneiden. Okay, wir gucken mal, den teuersten Preis hat Yasin. Was denkst du? Ich hätte gesagt, so vielleicht 2-3-fache Marge von dem, was er für einen Film kriegt, so 80 Millionen. Total logisch, muss man wirklich sagen. Katharina, du denkst ganz anders, was denkst du? Ich habe gar nichts gedacht, einfach Bauchgefühl. 35.800. Das ist ein Millionenmann, ja. Ja, aber... Ich kann dir jetzt schon sagen, das ist falsch. Und Julian? Ja, 1,5 Millionen. Ich war relativ zurückhaltend, aber ja, was soll ich denn sagen? Ja, aber in den Millionen, also das ist ja immer eine Millionenproduktion. Deswegen, ja. Ihr zu Hause könnt oben auf dem i mitspielen, wenn ihr denkt, oh, der Yasin ist nah dran. Klickt da oben bei dem Namen auf Yasin. Wenn ihr sagt, nee, die Katharina, die das ist so gut. Könnt ihr da. Und bei Julian auch. Und ich sag euch mal, wenn das passiert, dann ist die Versicherungssumme 6 Millionen. Und der Punkt geht an Julian, weil du bist cool. Am dichtesten dran, weil du sehr zu weit weg warst. Aber wenn es nach Logik gehen würde, hättest du von mir den Punkt gekriegt. Wir machen direkt weiter. Wir tippen wieder den teuersten Artikel von den verbleibenden 5. Yasin, fang bitte an. Dankeschön, Katharina. Hast du einen Spitznamen, Kati? Ja. Komm ich drauf. Ach. So, und Julian. Jawohl. Und ihr seid alle drei einer Meinung und sagt, komm, der Porsche. Gut, dann gucken wir mal, es ist der teuerste Artikel. Es ist der teuerste Artikel, jeder von euch kriegt einen Punkt. Und natürlich spielen wir direkt den Porsche, ihr könnt direkt schon eintippen. Modell Cabrio 356, handbemalt von einem Freund, stand 20 Jahre in der Hall of Fame für Rock'n'Roll. 356 Typ A. Mhm. Und dann gehen wir mal die Preise durch. Katharina, was denkst du? 2 Millionen. Julian? 750.000. Und Yasin? Oh, ich hätte gesagt, das ist schon ein bisschen mehr. 3,5 Millionen. Und dieser Porsche von der Musiklegende?
Ist das richtig oder Film? Kann man so sagen. Oder Musiklegende. Film. Musiklegende, ich weiß das nicht. Wenn ihr die Dame kennt, gebt dem Video einen Daumen nach oben. Hat einen Wert von 1,6 Millionen. Die Punkte gehen zu Katharina. 400.000 Differenz. Geil. Ja. Ich hol auf. Dann, ja, das ist, aber hinten raus wird's richtig dick. Dementsprechend, hey. Aber wir können mal auf die Tabelle schauen. Katharina mit 3 Punkten auf Platz 1. 2 Leute auf Platz 2, die beiden Herren. Aber es ist noch alles drin. Bloß in der Runde 3 spielen wir zum letzten Mal das Schätzen der wertvollsten Karte. Yasin, fang bitte wieder an. Was glaubst du von den letzten 4 Artikeln? Welcher ist am meisten wert? Oh, das ist jetzt halt schwer. Naja. Das kann alles sein. Wenn ich wüsste, was das eine wäre, ne? Ja, ich habe auch schon wieder vergessen, wie man es ausspricht. Der Amethyst, das ist halt Amethyst, ja. Der eine weiß mehr, wer wer ist, eher wie es ausspricht. Ich habe sowas mal gesammelt als kleines Kind, aber ich hätte es so Steine gesammelt, genau. Wurdest du oft in der Schule verkloppt? Nein, überhaupt nicht. Okay. Hattest du Freunde? Ich habe schon mit den Steinen gesammelt. Mit Stein werfen. Gut, dass du meine zweite Frage gestellt hast. Katharina, du bist dran. Ich glaube, ich nehme das hier. Genau, und Julian? Ich bleib auch bei dem Kristall, dem Amethyst. Der hat geflunkert, war? Der hat gesagt, er nimmt den Amethyst und hat da gar nicht gemacht. Der Yasin hat die Rundbogenhalle genommen. Ja, der Fuchs. Katharina hat es aber auch genommen. Und Julian, ja, du hast den Amethyst genommen. Und jetzt ist die Frage, war der wertvollste Artikel dabei? Er ist dabei. Und gut geblufft, alles richtig gemacht, bloß du hast recht gehabt. Oh nein. Dementsprechend spielen wir diesen Artikel jetzt. Krass. Ja, so, er ist übrigens 156 cm hoch, oben ist er 96 cm breit und 50 cm tief. Keine Ahnung. Aus Griechenland. Ich habe eure Preise. Das ist ganz schwer. Das ist sehr schwer. Nicht einschätzen. Wir fangen an mit dem höchsten Preis, den hat Julian gesagt, und zwar? 750.000 Euro. Katharina, was hast du gesagt? 3.851. Hast du gerade so geguckt? So, Ja, ich weiß, 750.000 finde ich extrem viel. Da steht auch noch so unscheinbar da so in der Ecke drin. Weil wenn ich mir mal so vorstelle, er hat gesammelt. So klar, kleiner und definitiv. Das ist schon ein ordentlicher Apparat. Okay, damit die Zuschauer nicht einschlafen, während ihr über Steine diskutiert, gucken wir mal jetzt. Was hast du getippt? Ja, so 8.000. 8.000 Euro. Und dieser Stein, weil ich den Namen mir immer noch nicht gemerkt habe, in Afrika-Form, hat einen Wert von 6.500 Euro. Dafür hat jemand bei eBay Kleinanzeigen richtig Schmott gekriegt, finde ich. Und du bist am dichtesten dran mit 1.500 Euro Differenz. Und wir haben Halbzeit. Das bedeutet, wir schauen mal auf die Tabelle. Aktuell auf Platz 1, Yasin, 5 Punkte. Und ihr teilt euch jetzt Platz 2 mit jeweils 3. Aber wir haben hier noch 3 Artikel und in der nächsten Runde gibt es 4 Punkte. Und weil du die letzte Runde richtig hattest, darfst du jetzt aussuchen, welchen Artikel wir spielen. Ihr zu Hause spielt auf dem i natürlich mit und ratet fleißig mit. Und tipp einfach auf. Ja, dann nehmen wir mal auf dem Tisch steht das. Kannst du auch, guck mal hier. Pop. Dann nehmen wir jetzt mal den, FC Bayern Wimpel, den heben wir uns auf. Oh, okay, dann nehmen cool. wir die Rundbogenhalle. Die Rundbogenhalle. PVC, Höhe 4 Meter. Auch für hohe Schneelasten. Das ist wirklich die Artikelbeschreibung bei eBay Kleinanzeigen. Wir haben die Preise und zwar, Katharina, was denkst du, was es kostet? 12.500. Yasin? Ich hätte gesagt 5.400. Und Julian? Ich sag 4.500. 4.500. Und der Preis für eine Rundbogenhalle ist 3.700 Euro, deine Punkte. Cool. Jetzt bin ich letzter Platz. Nein. Ja, jetzt kann sich alles noch ändern. Nein. Aber wir haben noch 2 Artikel und komm, weil du gerade ganz hinten bist, erlaube ich dir jetzt auszusuchen, welchen Artikel wir als nächstes spielen. Wir haben noch den Boxring oder den Wimpel vom FC Bayern München. Kann ich nehmen den Boxring? Dann nehmen wir den gebrauchten Boxring. Er ist gebraucht, aber nur 1 Jahr alt, kaum benutzt, also ist die Karriere wohl von dem Boxer schon wieder vorbei. 4 gepolsterte Seile und 4 lange Eckpfosten, die aber auch gepolstert sind. So, dann schauen wir mal. Katharina, was hast du genommen? 8.400. Ist das realistisch? Julian? Keine Ahnung, ich habe 1.550 gesagt. Und Yasin? Ich habe jetzt gesagt 1,8. 1,8. Aber der Preis für einen Boxring ist 3.500 Euro. Deine Punkte, Yasin, du bist am dichtesten dran. Es war jetzt nicht so dicht, dass man sagt, cool geraten, aber es sind deine Punkte. Yasin hat 10 Punkte, Julian 7 und Katharina nur 3. Zweiter Platz ist noch drin. Und wenn du gewinnen willst, musst du den jungen Herrn überholen, indem du dir die Runde holst. Ja, ich gebe mein Bestes. Und du musst verteidigen und hast jetzt noch als Bayern-Fan den Vorteil, dass es den Bayern-München-Wimpel noch übergibt. Und das ist jetzt die Frage, wie viel ist der wert? Er ist signiert.
von 22 Spielern signiert, unter anderem Philipp Lahm, Arturo Vidal und Thomas Müller. Und das kriegt man als Geschenk für 20 Jahre Mitgliedschaft beim FC Bayern München. Ihr zu Hause spielt die letzte Runde auf dem E-Bitte mit. Wir fangen mit dem höchsten Preis an, der ist von Katharina. Was hast du getippt? 1200. Du, ich sag nicht, ob falsch oder richtig ist. Der Bayern München, Rekordmeister, wie sind wir? Nee, Mai ist Mai, was sagt ihr nochmal? Mir ist Herr Mir. Ja, Gesundheit. Julian, was hast du getippt? Ich sag mal 175 Euro. Ich denke, davon gibt's ja doch relativ viele. Jasmin, was hast du getippt? Ich hätte gesagt, so 300 Euro. 300 Euro. Und wenn ihr jetzt sagt, boah, ich liebe den FC Bayern München und ich will so einen Wimpel haben oder andersrum, ihr sagt, ich will den einfach nur kaufen zum Verbrennen, müsst ihr 80 Euro mitbringen. Das ist der Preis und dementsprechend sind das deine Punkte. Jawohl. Und ich will 1200, ey. Ja, vielleicht. Man findet immer jemanden, der den Preis zahlt, den man verlangt. Aber ja, ich dachte, so richtig Hardcore-Fan vielleicht. Ja. Naja, wir gucken mal final auf die Tabelle. Und da hat sich noch was getan. Danke, dass du da warst. Aber ich habe mich gefreut. Genau, dabei sein ist alles. Und Julian, du hast gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Ich danke dir. Gratuliere. Zweiter Platz ist auch gut. Ein Fuffi für dich. Danke. Was machst du damit? Oh, da werde ich jetzt das Parken am Hauptbahnhof in München zahlen. Und Julian, für dich ein Huni, was machst du damit? Ein Bayern München Wimpel kaufen. Ich denke, bestimmt. Yeah. Ich hoffe, ihr zu Hause hattet Spaß. Wenn ja, gebt dem Video einen Daumen nach oben. Kommentiert doch mal, wie viel ihr für einen FC Bayern München Wimpel ausgeben würdet. Ich wünsche euch jetzt einen guten Rutsch und ihr natürlich auch. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss.